Spitzentanz ist der Tanz auf den Zehenspitzen. Er gilt als Inbegriff des klassischen romantischen Balletts. Wie aber kann man auf der Spitze tanzen? Was hier bei Violetta so einfach scheint, braucht vor allem Übung. Felice und Merle sind fasziniert. Aber bis die Kleinen selbst auf die Spitze dürfen, dauert es noch etwas. Damit sollte man erst später anfangen, wenn der Knochenapparat schon weiter gewachsen ist. Frühestens so etwa ab 11 oder 12. Nina, Mila, Aina, Marie und Julia sind bereits alt genug. In der Ballettsprache heißt auf der Spitze tanzen en pointe. Das ist Französisch. Auf die Spitze geht es meist aus dem Plié. Das ist eine Kniebeuge. Die sorgt für den nötigen Schwung. Balance ist eine Grundvoraussetzung für den Tanz auf den Fußspitzen. Hierfür braucht man trainierte Muskeln. Nicht nur in den Füßen, sondern im ganzen Körper. Nur so kann man die nötige Spannung aufbauen, sich scheinbar schwerelos auf den Zehen dahin zu bewegen. Darum funktioniert es mit dem Spitzentanz nicht auf Anhieb. Außer der körperlichen Vorbereitung braucht es noch etwas anderes Wichtiges. Einen speziellen Schuh. Den unterscheidet vieles von normalen Sportschuhen. Als erstes fällt auf, dass es kein Rechts und kein Links gibt. Die Stoffschuhe kann man anziehen, wie man will. Und er muss so eng sitzen wie ein Handschuh. Barfuß sind die Zehen nicht in der Lage, das gesamte Körpergewicht länger zu tragen. Darum besteht der vordere Teil eines Spitzenschuhs aus einer sogenannten Zehenbox. Deren Seiten sind speziell gehärtet und versteifen den Fußraum. So haben die Zehen der Tänzerin mehr Halt. Auch die Sohle unterscheidet sich von der normaler Straßenschuhe. Sie ist härter und stützt ihrerseits den Fuß. Bühnenprofis, die täglich proben und auftreten, zertanzen ihre Schuhe innerhalb weniger Tage. Die Zehenbox wird weich und dann brauchen sie neue. Das kann ganz schön teuer werden. Bei nur 1 bis 2 Stunden Ballettunterricht die Woche halten sie aber natürlich viel länger. Beim klassischen romantischen Ballett tanzen übrigens nur die Mädchen auf den Spitzen. Die Jungs tanzen demi-point, die Halbspitze. Das ist wie auf Zehenspitzen zu gehen. Aber auch das will gelernt sein. Überhaupt braucht es viel Ausdauer, bis man die Spitze so leicht aussehen lassen kann. Mila kann das nur bestätigen. Die Füße tun weh. Aber das tun sie anfangs immer, bis sie eintrainiert sind. Dann spürt man das nicht mehr. Die Mädchen wünschten sich, sie wären schon so weit. Auch Felice und Merle können es gar nicht erwarten, dass ihnen endlich die Füße wehtun dürfen.